gut, du musst ja einen Empfänger haben. Da ist ja was gespeichert drauf hier, ne? Ja. Buchstaben. Ja, lag da in dem Ding mit drin. Wie geht das überhaupt an? Mein Gott. Ich meine, könntest du jetzt echt was empfangen hier noch, oder wie? Ja, es gibt aber kein Telex-Netz mehr, ne? Ach so. Ich könnte das an Kurzwellenempfänger anschließen. Ah, da gibt's das, ja, ja. Da gibt es noch Wetterberichte. Ja, das stimmt. Das funktioniert auch. Das sind ja die Dinger, die immer piep, diese komischen Geräusche machen, ne? Ja, die machen das komisch. Ja, die kenne ich auch noch. Wie rum geht das jetzt, weiß ich nicht. Weil das weiß ich noch, dass man, wenn man auf Kurzwelle rumdreht, dass man mit einem ganz eigenartigen Geräusche kriegt. Dann schiebt man das da rein und dann schreibt er das, was da drauf steht, oder ja, was? Mal sehen. Oh ja. Und die Frage, ob man das lesen kann. Setz mal doch bitte nicht deinen Kopf davor. Wie geht's, steht da drauf. Ja, naja gut, dann war der vorher auf Ziffern geschaltet. Das kann man hier auch, gibt es so zwei Ebenen, Buchstaben und Ziffern. Da muss man jetzt umschalten auf Buchstaben. Wie geht's, war gut, habe ich verstanden. Ja, da steht aber noch mehr. Auf Buchstaben geschaltet, jetzt musste man dann mehr lesen können. Gott, ist das nicht. Und sowas war früher mal was ganz Tolles, ne? Boah, das konnte man nicht bezahlen, also als Privatmensch ist man nicht. Hallo und willkommen bei Schneck TV. Ja, das war eben Benny und sein Fernschreibegerät. Benny sammelt ja leidenschaftlich so alte elektrische Sachen und elektronische Sachen. Er hat auch noch einen uralten Computer dort stehen, der früher es zu den Anfangszeiten der Computer mal 20.000 Mark gekostet hat. So ein uraltes Ding, ein mini winziger Bildschirm und naja, die Technik ist weit fortgeschritten. Heute haben wir ja alle hier so kleine Wunderwerke der Technik zu Hause oder fast alle von uns und können damit einiges bewerkstelligen, wie man jetzt hier auch an diesen Filmen sieht, die ich hier mache. Und ich bin da ja auch immer wieder fasziniert, was alles so machbar ist heute. Ja, weiter geht's jetzt mit dem Von Altenpark. Remo und ich waren gestern in Linden unterwegs ein wenig und haben den Von Altenpark besucht, gesucht und besucht und ja, was ja wie der aussieht, das zeige ich euch jetzt und dann folgen auch noch ein paar Schnecken. Bis später. Das hier war das Schloss. Ah ja. Hier war das Schloss. Und das da ging es runter. Das ist dies hier quasi. Obwohl? Ja, und? Nee, das stimmt nicht. Das ist der Teil, der da ist. Und das ist das, was jetzt vor uns liegt. Ja. Da liegt es vor uns. Ja, das liegt da. Also geht es da doch noch weiter? Da geht es weiter. Dann ist kannst er jetzt du weitergehen und kommst dann da in der Niemeyer Straße raus. Guckst du mal in die Kamera und erklärst das, das wäre schön. Ja, wir sind hier im Von Altengarten. Das ist ein altes Rittergut in Linden. Ja, und das war an der Stelle. Und wo gehen wir jetzt hin? Ja, weiß ich nicht. Jetzt können wir jetzt hier langlaufen oder auf der anderen Seite weitergehen. Aber auf der anderen Seite ist doch nichts. Da ist auch nur ein Spielplatz. Ja, würde ich doch sagen, wenn wir schon mal im Van Altengarten sind. Gucken wir einfach mal, wo wir da hinkommen. Gucken wir einfach mal, wo wir da hinkommen. Auf jeden Fall war hier mal ein Schloss. Das ist hier noch eingezeichnet, aber das ist im Kriege 1945 zerstört worden. Ja. Ja. Und jetzt wollen wir uns das mal angucken. Genau. Machen wir das mal. Thank you.
Prost dran. Ja, das war der Van Altengarten. In dem Garten stand früher mal ein Schloss. Das war mal ein Barockgarten und wurde dann später umgewandelt in eine englische Gartenlandschaft, sagt Wikipedia, und steht auch am Eingangstor. Und ja, da sind wir halt gestern durchmarschiert. Danach waren wir noch am Lindener Berg in einem Biergarten, haben dort einen Salat gegessen und sind danach noch ein klein wenig durch Linden gewandert, bevor wir nach Hause gefahren sind. Ja, nach den Schnecken, die jetzt noch kommen, ist dann auch Schluss für heute. Das war mal wieder SchneckTV am Sonntag und ich wünsche euch eine angenehme Woche und wir sehen uns die Tage. Macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! Oh, bei dir wackelt's ja gar nicht.